Ich bin Jürgen Knisch von Greenpeace, bin hier in Genf, weil die Welthandelskonferenz heute ihre Ministerkonferenz beginnt. Auf der Tagesordnung steht ein sogenannter TRIPS-Waiver oder die Frage, wie die internationalen Handelsregeln den Handel mit Patenten beeinträchtigen. Es gibt einen Vorschlag von Südafrika und Indien, quasi eine Ausnahmeregelung zu schaffen, die ermöglicht, dass der Patentschutz ausgesetzt werden kann, der auf Impfstoffe besteht, um halt sicherzustellen, dass diese Impfstoffe auch in alle Länder gelangen, die sich sonst ein patentgeschütztes Impfstoff nicht leisten können. Dummerweise hat die Bundesregierung eine sehr unschöne Haltung in dieser ganzen Debatte. Sie ist mitverantwortlich innerhalb der EU, dass die EU diesen Vorschlag von Südafrika und Indien nicht unterstützt, sondern ablehnt. Und auch der neue grüne Wirtschaftsminister hat seine Versprechung, die er aus der Wahlkampfphase geleistet hat, zu sagen, er ist gegen den TRIPS-Waiver, seitdem er im Amt ist, nicht umgesetzt, sondern er ist dafür, dass diese Ausnahmeregelung nicht erlaubt wird.